deine Kollegen da macht das anscheinend nichts aus da drin. Au. Au. So. Den macht das anscheinend nichts aus hier, sich da ein Bad zu nehmen, ja. Ich möchte das jetzt nicht unbedingt ausprobieren. Da hinten würde ich noch gern hin. Ja, da komme ich so wahrscheinlich nicht hin. Oder vielleicht doch, aber... Ja, ich will jetzt kein Risiko eingehen. Nicht, dass wir hier irgendwie... Ich hoffe, wir fahren nach oben, nicht nach unten. Ja, gut. Nicht, dass wir hier auf dem Weg dorthin, weil da geht es ja nicht durch. Dann hätten wir hier irgendwie rumspringen müssen. Ja, aber nicht, dass wir mehr Energie verlieren, als dass wir gewinnen. Und ich tippe mal gleich wieder auf Ladedaten. Ja, richtig geraten. Langsam habe ich ein kleines Gespür dafür, wie denn diese Ladedaten hier kommen. Ja. Also meistens in Aufzügen oder wenn es halt, ich sag mal so, alle 5 bis 10 Minuten kommt das Minimum einmal. So. Okay. Hallo? Junge, Junge. Hallo, Mama. Kibero. Beeindruckend. Ja, also wirklich beeindruckend hier. Muss ja schon sagen. Die Musik ist auch gerade sehr, sehr... Die passt einfach sehr gut zu der Atmosphäre hier. Alles ist verloren. Wir gegen den Rest der Welt. Also sehr, sehr stimmig gemacht hier. Können wir hier rein? Nein. Nö. Hier liegt Energie. Dann nehmen wir uns ein Stückchen davon. Und dann gehen wir mal hier rein. Mal schauen, was uns erwartet. Airlock Cycles. Automatical. Okay, also Dekompression. So wie ich es hier... ja. In dem Moment, wo ich was trinke, ja. Kommt hier so ein Zombie ums Eck. Was ist mit dir? Eine Raketenstufe zünden. Vernichten Sie das verdammte Ding, bevor es noch größer wird. Ja. Okay. Ach du Heilige. Scheiße. Ja, sorry und so. Fire geht nicht. Lass mich hier schnell rein, bitte. Hallo? Ah, okay. Achso. Ja, wir sind dabei. Gut, was haben wir hier? Oh ja, Baby. Ich bin der Meinung, hier kommen wir auch so durch. Das Ding kann Geräusche wahrnehmen. Ja. Das heißt, wir müssen einfach hier... schnell genug rein, ja. Ja, hehe, wir haben es geschafft. Das kenne ich noch aus dem 1er. Da muss man einfach hier... erst, also man kann es sich aussuchen, entweder erst ganz nach unten. Ja. Oder in die Mitte. Und dann muss man einmal die Treibstoffzufuhr und den Strom, glaube ich... Ja, natürlich, ich bin ausgewichen. Hallo. Dann muss man einmal hier den Strom, glaube ich, soweit ich noch weiß. Irgendwie Strom und Treibstoffzufuhr oder sowas. Ja. Und das machen wir jetzt gerade mal. Und ich glaube, dass jetzt hier gleich vorne ums Eck hier Ladedaten kommt. Yep. Das war im 1er nämlich genauso. Ja, immer wenn man einen neuen Silo-Abschnitt betritt, ja, dann geht's hier rund. Und wir müssen dieses verdammte Ding jetzt hier erstmal grillen, ja, hier ist alles... die schlafen ja nur. Okay. Ich dachte, die wären tot. So kann man sich irren. Medical Attention. Was? Zum Häng...
Ja, okay. Schmeckt dir nicht? Kann ich dir auch nicht helfen. Mich kriegst du nicht zum Essen. Ah! Oder vielleicht doch. Und da bröckelt immer so schön Sachen raus, wenn man das zerstört hat. Eigentlich. Na komm. Huiuiui. Ah. Okay. Aha, Aufzug. Okay. Das lasse ich mir so gefallen. Ach du Heilige. Und adieu. Ja, vielleicht schmeckt dir das jetzt besser. Ne, nicht? Vielleicht ihm? Flupp hier rein. Schnell den Schalter gedrückt, dass wir hier wieder zügig nach unten kommen. Oh, genau. Ich weiß, was jetzt kommt. Das war im Einzel schon so. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier auch noch so ist. Der Aufzug geht auf dem Hinunterfahren, geht er kaputt. Ja, und wir müssen dann hier abspringen. Ja. Au. Großer Gott. Hallo? Wut? Was zum... Ach nö, oder? Ja. Ich weich aus und das Vieh trifft mich immer noch. Ist klar, ne? Okay, also das müssen wir gleich nochmal machen. Da war der Wurm drin. Hier fix die Energie geholt. Fix den Schalter gedrückt. Hier. Dann die Monster hier getötet. Kann man mit der Pumpe hier versuchen. Na kommt. Teleportiert euch her. Pam, pam und pam. Hier haben wir auch nicht mehr viel Munition. Ja. Also müssen wir mal umschalten hier auf die hier. Ja, sieht ganz gut aus, was wir an Munition haben. Mal schauen, vielleicht lassen wir uns jetzt auch einfach hier nach unten wamsen hier, ja, in die grüne Suppe, ja. Vielleicht funktioniert es ja so. Ihr habt aber auch gesehen, ich bin geschwebt, wie auch immer, wie man das nennt. Ja, geschwoben auf jeden Fall nicht. Ich war schwerelos. Kann man hier raus? Ah ja. Ja. Okay, so kann man das natürlich auch machen. Ist mir gerade so aufgefallen. Tja. Ja, also hier müssen wir den Generator zum Laufen bringen. Smithers ist nach unten gegangen. Also Mr. Burns Kollege hier. Ja, wer die Simpsons kennt, weiß Bescheid. Der gute Smithers. So. Das hier ist also der Herr Generator. Das hier ist der Herr Tod. Da ist nochmal der Herr Tod. Hallo. Lass mich los. Flup, flup. Dann, ja, da drin, da schlummert schon wieder so viel, du. Das mag ich gar nicht. Au. Hazard Chemical Detected. Errungenschaftsfortschritt. Beschleunigte graue Substanz. Ja, cool. Okay. Sieht hier ganz gut aus.
das ist vielleicht der Herr Smithers. Ja, hier, lebe in Frieden, ja, mögest du dich auflösen. Und dann drücken wir hier noch den Knopf. This is my hiding spot. Ah. I'm not moving until the situation is drastically improved. Okay. Ja. Now go away and don't tell anyone I'm here. Ja, ja. Was ist das hier? Ein Gehirn? Tschüss. Guten Flug. Also, so wie es aussieht, ist das Ganze jetzt hier ready. Das war der einfache Part. Das heißt, wir können wieder gehen. Wir haben bloß einen Auftrag bekommen, diesen Dinger hier zum Laufen zu bekommen. Also, nach Adam Riese dürfen wir wieder zurück. Ja. Und dann schauen wir jetzt gleich mal, was... Hey, halt, nein, nein! Ja. Nur weil ich einen Schluck getrunken habe, ja. Berechtigt ist die Tür mich nicht gleich hier... Oh. Leute, habt ihr das gesehen? Ja. Also, das ist echt jetzt mal mies, ne? Also, jetzt muss ich hier nochmal das ganze Gerümpel hier machen, ja. Ich müsste mal nachschauen, wie hier schnell speichern ist, ja. Wartet mal, das mache ich gerade mal. Optionen, ja. Tastatur, ja, und dann schauen wir mal, ob hier irgendwas mit Schnellspeichern ist. Schnell laden, schnell speichern, F6. Okay. Gut, das testen wir gleich mal. F6, saved. Okay, cool. Dann weiß ich das auch. Dann können wir hier mal öfters eventuell speichern. Jetzt will ich aber nicht dastehen wie eine Pussy hier, ja, und dass ich jetzt alle 5 Meter hier speichern tue, ja. Aber nachdem mir das hier... nachdem wir das hier jetzt gemacht haben hier, dann würde ich sagen, speichern wir einfach mal schnell ab, ja. Ach ja, genau. Dass hier uns der Fortschritt nicht verloren geht. So wie gerade eben. Nicht, dass die Tür mich hier wieder, wenn ich hier mal kurz einen Schluck aus der Pulle trinke hier, dass das mich hier, ne, gleich umbringt hier. So, der läuft wieder. Dann fix nach unten. So, da auch vorbei. Sehr schön. So, dann machen wir mal hier F6. Gut, speichert. Gut. Sehr, sehr schön. Und schnell hier raus, ne? Wow, 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 wow. Okay, jetzt haben wir keine Munition mehr. Nehmen wir mal die Waffe hier. So, wir haben ja vorhin hier schon die Leiter gesehen. Die haben wir jetzt ganz, ganz, ganz nach oben hier. Krabsle. Und dann mal schauen, was uns auf der anderen Seite des Silos denn erwartet. Bis jetzt haben wir uns ja ganz tough und wacker hier geschlagen. Ich jump jetzt hier auch mal. Gleich kommt hier wieder der gute alte Ladescreen. Ladedaten, ja, und zwar genau jetzt. Yeah. Dann lad mal die Daten bitte, mein lieber Freund. Und da hört man hier den Tonlag. Ja, ist natürlich auch sehr schön. Schöner kleiner Fehler. Na komm, lad's fertig, Kerle. Mach's mir fertig. Also Ladezeiten gleich grausam, ja. Definitiv. Ist nichts für mich, so lange Ladezeiten. Boah, jetzt muss er aber lang laden, du. Muss er das Monster hier so lang laden, oder wie? Oder was? Oder wo? Na, dann trinke ich nochmal einen Schluck. Tja, vielleicht hat sich der ganze Krempelhempel hier jetzt aufgehängt. Ja, genau, das hat sich wahrscheinlich aufgehängt. Das Problem hatte ich beim ersten Mal, wo ich es gespielt habe, auch. Und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, da sind wir auch schon wieder. Ja, wie gesagt, ich habe Black Mesa einmal neu gestartet und nochmal geladen und schon sind wir wieder hier. Ja, ich habe es auch nachgelesen, das ist ein kleiner Bug, der entstanden ist irgendwie durch irgendwelche Zufälle, keine Ahnung. Und jetzt geht's hier fröhlich weiter.
So, wir haben jetzt den Strom aktiviert, das letzte Mal. Und jetzt müssen wir hier wieder zurück. Und in das andere Silo. Ja, gehen. Natürlich. Oder natürlich, wir stürzen uns ganz gemütlich in den Tod, ja. Das können wir natürlich auch ganz geschmeidig machen. Überhaupt kein Problem, ja. So, dann hier einmal drücken, bitte. Gut. Dann versuchen wir das jetzt mal auf eine andere Art und Weise. Und zwar, hoppa. Nein, so funktioniert das auch nicht. Ja, ich habe noch eine Idee, wie wir es schaffen könnten. Die Stelle ist ein bisschen tricky. Ja, also die war schon im normalen Half-Life 1, war die schon ein bisschen beschissen gelöst. Ja. Weil man einfach, wenn man hier einfach hängen bleibt, ja. Also können wir höchstens versuchen, dass wir hier hinspringen. So. Genau, jetzt müssen wir natürlich eine Ebene höher und dort ist die Leiter. Wir können natürlich hier. Einmal. Ja. Au, das Ding hat uns getroffen. Ja, also da muss man ziemlich hoch flott sein. So. Hallo? So, dann gucken wir mal hier in das Silo rein. Aha. Hm, natürlich, klar. Warum denn nicht? Und, komm, ins Gesicht. Was? Headcrab hat überlebt. Ja, hier sollte man hier mal was machen, ne? Dann schauen wir mal. Nein, das nicht. Hier haben wir wieder ein bisschen Leben. Und Ladedaten. Da geht es jetzt dann in den nächsten Abschnitt vom Silo. Da müssen wir jetzt, soweit ich das in Erinnerung habe, müssen wir den Treibstoff, die Treibstoffzufuhr, müssen wir wiederherstellen. Und ich denke mal, das machen wir auch. Aber erstmal werden hier die Truhen hier zerschreddert von uns. So. Da ist noch mehr. Immer schön alle Truhen zerdeppern. Was haben wir hier? Bam, ins Gesicht und so. Ist da hinter uns nochmal so ein Vieh? Ah ja. Na, stirb und so. Oh, ja, das könnte ein bisschen... Hier haben wir eine Leiter. Da können wir mal ganz geschmeidig runter. Ins kühle Nass. Und, ja, lass los. Flupp. Da werden wir auch gleich hier attackiert von so einem grünen Schleimling hier. Ah, da haben wir auch fast keine Munition mehr. Tja, Leute. Vorhin hatten wir so viel Munition. Und jetzt auf einmal haben wir keine mehr. Natürlich arg blöd. Ja, es ist. Pum ins Gesicht. So, ich höre schon wieder Monster. Einmal, zweimal. Sehr schön. Was haben wir hier? Ah ja, rumdrehen konnte ich's. Da ist ein schöner blutiger Handabdruck. Dann sagt, der hält ein bisschen mehr aus. Ne. Nope, hier gibt's nichts. Hier auch nicht, oder? Nein. Okay. Dann soll mich das auch nicht weiter kümmern. Genau, wir müssen hier diesen. Ja. Für mich ist es ein Reaktor, ne? Beziehungsweise hier Stromzufuhr, aber meinetwegen. Oder vielleicht müssen wir auch zwei Reaktoren bzw. Stromversorgung wieder online bringen. Ich weiß es jetzt nicht. Da drüben ist ein Aufzug, der geht aber nicht, ja. Das weiß ich. Erfahrungsgemäß.
ist es einfach so. Lass mich los. Okay, hier wird das Ganze interessant, ja. Weil man einfach... Na komm, ich weiß, dass man die... So. Da mal reinschmeißen, bitte. Wir müssen das jetzt hier ganz schnell aktivieren. Und ganz schnell wieder hier hoch. Ja. Aus dem einfachen Grund, weil wenn wir da unten zu lang warten, gehen die Rotoren hier voll ab, ja. Genau so. Und wir würden hier zerschreddert werden. Ja. Jetzt ist hier auch extrem laut. Heilige Scheiße. Ich weiß gar nicht. Man kann jetzt hier so einmal fliegen. Und dann hat man hier die Auswahl zwischen diesen Schächten hier, in die man rein kann. Und entweder... Ja, wir haben es richtig gemacht. Wir sind in den richtigen Schacht gegangen. Da ist nochmal so eine Headcrab. Ja. Und jetzt haben wir hier das auch geschafft. Schauen wir mal. Habe ich da nicht gerade noch eine Headcrab gehört? Ah ja, da. Gut. So. Ach ja, sehr schön. So. So, hier, bitteschön. Was tue ich hier mit dem Buch hier? Ah ja, auch sehr schön. Jetzt haben wir das Buch hier so, hier so oben drauf gelegt. Sieht echt nice aus. Ja, hier funktioniert alles. Aber irgendwas will hier nicht. Ja, das heißt für uns hier, wir müssen erst einmal... Und der läuft, ja, die Pumpe. Dann müssen wir einmal das hier. So. Jetzt fehlt uns natürlich hier noch so ein Ventilknobbes. Habe ich denn hier... Ah, guck mal. Da haben wir so einen Ventilknopf. Hey! Du Penner! So, jetzt sind beide Pumpen an. Ja, leuchten grün. Hier ist die Tür aufgegangen. Hier kriegen wir nochmal ein bisschen Energie. Yeah. So, dann schauen wir mal weiter. Einmal Türe öffnen, bitte. Ah, seht ihr? Jetzt sind wir wieder hier oben. Und dann können wir hier fröhlich wieder zurückgehen. Und auf den Ladescreen warten, natürlich. Wie soll's auch anders sein, ne? Und da hat sich der ganze Klombatsch wieder aufgehängt. Und wir sehen uns gleich wieder.